Die Pflicht, seinen Glaubensbrüdern beizustehen. Aber ein Krieg kennt doch nur Verlieren. Ich bin ohne das Wissen meines Königs hier. Ob ihr mir überhaupt glaubt, dass sich die französische Herrscherin mit diesem Anliegen an mich gewandt hat? Ich werde dir etwas mitgeben. Das beweist, dass du bei mir warst. George! George! Wir müssen alles in unserer Macht Stehende tun, um eine friedliche Lösung herbeizuführen. Holt mir mein Diamant-Collier, sofort! Sofort! Aber ihr wisst, dass ich dazu erst die Erlaubnis seiner Majestät einholen muss. Wie ihr wünscht, Majestät. Ich erhielt dieses Collier von meinem Gemahl und seinem Volke, als ich zu Frankreichs Königin gekrönt wurde. Nun soll es eine Reise antreten. Ich gebe es dir als Unterpfand dafür, damit das England mir vertrauen kann. Ach, wenn dein Mann davon erfährt. Und willst du es nicht, um des Friedens zwischen unser beider Länder willen tun, dann tue es für mich. Du bringst dich in größte Schwierigkeiten. Zeige es deinem König. Er wird es richtig zu deuten wissen. Mein lieber Freund, das Schicksal unserer Völker liegt nun in deinen Händen.